Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Video in diesem Jahr. Doch noch, denn Lotus konnte es natürlich nicht lassen und hat am 24.12. die Bombe platzen lassen. Eine neue Update-Version ist erschienen für den Lotus-Simulator in der Version 1EA085. Und natürlich mit einem Future, welches sich lohnt, nicht bis nächstes Jahr zu warten, um euch das Ganze zu zeigen, sondern das muss leider noch dieses Jahr passieren. Deswegen vielen Dank, Lotus, für die Unterbrechung meines Urlaubs. Großartige Sache. Normalerweise hatten wir das Ganze natürlich ja schon in unserem Livestream besprochen, dass ja eventuell ein Update kommen könnte. Und Lotus hatte das Ganze natürlich dann auch bei sich auf der Website noch so ein bisschen angekündigt. Hallo, wir haben da so ein kleines Paketchen für euch. Und dementsprechend kam dann im Laufe des Tages am 24.12.2020 ja ein großes Update. Oder was heißt ein großes Update? Ein wichtiges Update. Und zwar, die KI-Passagiere steigen jetzt ein und wieder aus. Und das wollen wir uns hier heute in dieser Folge mal angucken, wie das Ganze so ausschaut und was so eventuell noch so passiert ist. Das werden wir uns jetzt hier ganz genau mal angucken. Dementsprechend befinden wir uns jetzt hier auf der Karte Diorama. Eine wundervolle Karte. Zum Testen natürlich gut geeignet. Nein, Spaß beiseite. Aber hier ist das Ganze natürlich schon so weit fertig gebaut, dass das Ganze halt auch funktioniert. Und dementsprechend ist das die Karte, warum wir das uns hier heute mal so ein bisschen anschauen. Denn nein, wir brauchen keinen Scheinwischer, wir brauchen das hier. Und dementsprechend sind wir soweit schon aufgerüstet. Ihr seht hier, ja, wir sind hier noch alleine. Hier ist Totentanz. Ich habe mir hier übrigens die neuen Anzeigen von Teneberus runtergeladen. Die sind großartig. Also alles Content von Teneberus könnt ihr euch runterladen. Das ist alles exklusiv guter Stuff, den man hier runterladen kann. Ich glaube, das ist auch mit einer fast der einzigsten, den ich hier jetzt mittlerweile runterlade. Es kam jetzt übrigens noch eine neue Karte raus, die ich mir jetzt aber allerdings auch ein bisschen spare, das Ganze runterzuladen, weil ich keinen Bock habe, dass ich wieder den Hallenworkshop runterladen muss und mir dann im Endeffekt dann der Lotus-Simulator wieder crasht und ich das ganze Ding wieder deinstallieren darf. Dementsprechend warte ich einfach noch so ein bisschen. Vielleicht werden es auch irgendwann mal weniger Objekte. Warum ich jetzt hier warte, ist natürlich auf dieses Gerät hier. Unser Atron braucht natürlich eine halbe Ewigkeit, bis das Ganze startet. Großartig. Ja, also wie gesagt, mit der Version 1EA085 haben wir jetzt die Fahrgäste, die Menschen auf den Karten möchten, fortan ein- und aussteigen. Weitere Futures werden natürlich folgen. Natürlich ist das Ganze hier noch in so einer Art Beta. Ne, Fehler sind natürlich hier immer noch begriffen, deswegen das Ganze ja auch noch eine Early Access ist. Ja, also dementsprechend sollte nicht alles so hundertprozentig funktionieren, laufen oder sowas. Dann schreibt das Ganze einfach ins Forum und versucht aber mal nicht immer gleich hier rumzuzetern oder rumzututtern, sondern schreibt einfach so, das und das ist passiert, fertig. So, Fußgänger-Performance wurde verbessert, die Transparenz, Reihenfolgefehler zwischen Fahrzeugen und Modulen in der F1 und der F2-Sicht wurde behoben. Das sind jetzt diese Bugfixes. Wir haben diverse Dropdowns zu Fahrzeugen und Kartenauswahl sind nun alphabetisch geordnet. Und Fahrzeugersteller können fortan mit ihren Fahrzeugmodulen Presets mitliefern. Die Möglichkeit, diese mit in den Workshop zu laden, wird folgen. Also so, dass ihr dementsprechend halt nicht immer selbst euren Bus zusammenstellen müsst, sondern da kann der Entwickler jetzt sagen, so pass auf, so und so und so. Ja, soll der Bus aussehen, dann kann er das Ganze hochladen. Ihr braucht bloß das Preset auswählen, ohne dass ihr das selbst machen müsst, denn nachher im Hauptmenü. Das ist eine ganz nette Sache. So, dann haben wir weiterhin Bugfixes. Fahrzeugkonstanten werden bei Presets Standards zurückgesetzt. Wechsel des Fahrzeugs in den Fahrzeugauswahl dauerte lang. Zuletzt gewähltes Fahrzeug auch in-game. Zuletzt gewählte Entry Point auch in-game. Sind jetzt hier unter anderem Bugfixes. So, ich werde das Ganze mal jetzt hier mal einstellen. Und das Telefon klingelt wieder. So wie in jeder Aufnahme mittlerweile ist das ja Ganze hier schon so ein bisschen Standard geworden. So, wir bestätigen das Ganze und sagen jetzt hier auch Router 1 und wartet mal ganz kurz. So. Damit haben wir das Ganze bestätigt. Ist jetzt mal wurscht hier. Wir wollen halt nur, dass hier unser Zug hier außen schildert. Dementsprechend soll es ja natürlich auch ein bisschen realistisch sein, ne? So, 128 Ring. Warte, muss man ganz kurz gucken. Ja, Tatsache, er zeigt das sogar in-game hier an. Ja, das ist natürlich richtig nice. So, na los geht's. Holen wir uns mal unsere Fahrgäste ab, würde ich sagen. Und schauen mal, wie das Ganze so ausschaut. Yay! Thank you.
Ja, aber nicht nur Lotus hat natürlich heute ein Update veröffentlicht am 24.12., sondern ja, auch Düsseldorf hat ein neues Update bekommen. Auch natürlich anlässlich zum 24.12. als kleines Weihnachtsgeschenk, kann man hier sagen, hat man natürlich sich hier auch mal ein größeres Update veröffentlicht. Das übrigens schauen wir uns aber morgen an. Nicht mehr heute, morgen. Aber wenn ihr da mehr sehen wollt von, ne, dann solltet ihr doch mal wieder einschalten. Deswegen sage ich ja, Lotus hat mir so ein bisschen gerade den Urlaub vermisst. Aber wie gesagt, dieses Update ist einfach zu wichtig, um das Ganze jetzt aufzuschieben bis zum nächsten Jahr. Denn wie gesagt, dass die KI endlich da ist, ist natürlich ein wichtiges Statement, ein wichtiges Zeichen auch, ne, dass das Ganze jetzt wirklich mal vorangeht. Ich meine, was fehlt uns denn jetzt noch im Endeffekt wirklich? Es fehlen doch jetzt nur noch die Fahrpläne, um jetzt endlich denn zu sagen, so pass mal auf, wir erreichen jetzt einen Stand, wo das Ding jetzt echt spielbar wird. Ja? Das Ganze drumherum jetzt, was wir jetzt hier so haben, ja, die Fahrgäste und alles was, das kann man jetzt so nach und nach, peu à peu, jetzt immer mit Updates weiter aus verbessern. Und ihr seht da, guckt mal im Spiegel, da steigen die Leute ein. Ich kann euch gar nicht sagen, ja, wie lange ich auf dieses Future gewartet habe, dass sich da immer im Spiegel was bewegt. Und wir jetzt, wenn wir jetzt hier in die F2-Ansicht gehen, hier sehen, dass hier Menschen drin rumlaufen. Setzen sich hin oder stehen einfach oder laufen einfach bis nach hinten durch. Ja, das ist natürlich so richtig sehr, sehr angenehm, das Ganze so zu sehen. Steven hat sich natürlich bis das Update kam eigentlich bedeckt. Er hat nichts gesagt oder sowas. Ja, eine Schande eigentlich. Sonst schickt er immer mal Bilder oder sowas. Ja, hat er nichts gesagt. So, weißt du, hat er nichts gesagt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben wir das Ganze jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Zweijährigen habe ich eigentlich. Kirschbaumallee. Muss ich sagen, habe ich an nichts gedacht, so, weißt du? So von wegen so, ja, vielleicht könnte der Lotus am 24. irgendwas releasen. Da man ja gesagt hatte, dass man ja so eine Tage als keinen wirklichen Grund ansieht, da ein spezielles Update rauszubringen. Habe ich mir jetzt so zu Weihnachten natürlich auch nichts gedacht, dass da jetzt irgendwie irgendwas kommt. Und ja, dementsprechend natürlich umso, wie kann man sagen, erstaunter war ich dann halt gewesen, dass dann halt da wirklich ein Update kam. Wie gesagt, also mit Tram Düsseldorf und den Lotus-Simulator hast du mal eben schnell 3,3 GB runterladen müssen. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Menge für ein Update. Sagen wir noch Abgleich. So, Simulation Abgleich. Entry Points Art mit Fahrzeugen Art, Rail Streets per Startparameter abschaltbar. Sortierfunktion in der Interim FIS Fahrzeugkonstantenauswahl für Multiplayer komplett überarbeitet. Inklusive Möglichkeit, die Auswahl zu speichern und diesen bei Add-ons jeder Art mitzuliefern. Mit Z-Game Private im Chat kann das Spiel auch nach Spielstart noch geschlossen werden. Wir haben einen Bugfix in der Multiplayer-Disposition. Werden nun korrekt die Module angezeigt, die ein Mitspieler besitzt. Dazu müssen Gruppen neu erstellt werden. Mit alten Gruppen funktioniert das nicht. Dropdown-Menü jetzt mit Symbolen. Beispielhafte Anwendung, Favoriten momentaner Art gecodet. In den Singleplayer-Maps oder Entry-Points-Typen in der Singleplayer-Entry-Point-Auswahl. Wir haben weiterhin ein Bugfixes in den Content-Tool, das Abfangen, wenn das Script auf nicht-existenten Fonts zugreifen soll. Und sonst haben wir natürlich hier noch weiteren Content-Objektdateien, können per Kommandozeile direkt geöffnet werden oder anders. Unter Angaben des Content-Tools können die Lobdateien direkt aus Windows heraus per Doppelklick geöffnet werden. Wir haben weiterhin neue Gebäude und Ampelmasten sowie UFO-Leuchten und neue Gebäude. Der GT6N und DL mit Fahrgastplätzen ausgestattet. Keine Sitze im Oberdeck des Busses, da sich die Fahrgäste noch nicht ducken können. Denn ist hier Diorama, hat jetzt Haltestellen. Und Base-Add-ons von Panda, Steven und Jufa wurden ebenfalls aktualisiert. So. Dann. Los geht's. Fahren wir mal ein Stück weiter, würde ich sagen. Und holen wir unsere nächsten Fahrgäste ab. Jetzt geht's ja. So, wir haben auch einen Haltewunsch. Seht ihr jetzt hier an der Lampe? Ja, also, sie leuchtet tatsächlich. Ups.
gucken wir den auch mal ein bisschen schneller rüber. Oh, die konnten rennen. Wahnsinn. Das gesehen, ist da gerade ganz schnell rübergerannt über die Ampel. Ach, fantastisch finde ich das Ganze. Lotus hat mich jetzt echt in diesem Jahr doch nochmal echt überzeugt. Ich habe wirklich gedacht, das wird ein relativ düsteres Jahr für Lotus. Aber ganz ehrlich, man weiß ja auch, wie viele Leute jetzt dran arbeiten und wie das Ganze so vorangeht. Dass es vielleicht ein paar Schwierigkeiten gibt und hier und da man macht und tut, ne? Das weiß man ja so, so mittlerweile ist ja kein Geheimnis mehr. Aber im Großen und Ganzen bin ich fun. Absolut begeistert, wirklich. Also das ist nochmal so ein richtig schöner Jahresabschluss. So, weißt du, so für 2020 jetzt. Und ich habe da gerade gesehen, warte mal, waren das neue Gesichter? Huch, was ist denn hier los? Ist das gewollt? Wenn ich mit meiner Taste nach oben drücke, gehe ich zurück. Wenn ich mit der Taste nach unten drücke, gehe ich vor. Ich glaube, dass sich irgendwas verdreht. Also, kennt man die alle schon? Guck gerade, stehen hier alle im Gang drin. Also, jetzt ist es richtig. Das ist der Geier. Ja, die meisten kennt man, aber er ist ein Neuchen, ne? Also den hier kenne ich noch nicht hier, den gerade jetzt noch nicht hier. Naja. So, weiter. So, Leute, hat sich gerade die Aufnahme verabschiedet. Fragt mich nicht, woran das lag. Passiert manchmal noch, dass das Ganze halt nicht so ganz optimal läuft. So, aber jetzt sollte das Ganze wieder passen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Wenn man das Ganze dann halt dementsprechend vorstellt und dann, ja, ist auf einfach nur noch ein schwarzes Bild hier. Super lästig. So, wir können die Türen schon mal öffnen. Deswegen wundert euch nicht, hier steht, warte auf Verbindung. Ignorieren wir jetzt mal gekonnt. Wer weiß, was da jetzt das Problem war. Einfach, hat sich komplett geschlossen. Da konntest du nichts mehr machen. Es ist jetzt nicht dieses Standard, dass sich das jetzt irgendwie eine Fehlermeldung verabschiedet hat. Das ist einfach halt instant halt einfach aus. So. Oh ja, hier haben wir schon den Arsch weggefahren. Naja, sei es drum. Ihr seht auch, ne, es ist schon ein bisschen was los hier. Ne? Also es sind nicht gerade wenig Fußgänger hier, die hier rumstehen, sondern die jetzt hier alle einsteigen. Denn absolut großartig. Ja, also so schaut das ganze Update jetzt aus. Wie gesagt, gab noch ein paar Verbesserungen sonst. Man hat die Passanten noch mal ein bisschen angepasst. Ich glaube auch, das stimmt schon, die laden schon deutlich, deutlich schneller. Aber manchmal, wisst ihr ja manchmal selbst, dass die ja teilweise manchmal so immer so ein bisschen unsichtbar waren oder sowas, ne? Das ist, hast du jetzt ganz kurz am Anfang, hast du es noch drin, ne? Wenn du natürlich die ganze Spielwelt erstmal aufbaut, aber wenn du dann hier schon ein, zwei Runden gedreht bist, dann ist das eigentlich so gut wie verschwunden, ne? Das ist dann, als ob man das Ganze dann schon in den RAM reingeladen hat und dementsprechend halt auch verfügbar ist. Also das, wie gesagt, ist, ich bin der Meinung, ein verdammt wichtiger Schritt gewesen, dass die Karten jetzt teilweise noch lebendiger werden. Ja, also ist jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt einfach nur Fußgänger hier an den Seiten haben zum Beispiel, dass wir hier KI-Fahrzeuge haben, sondern die fahren jetzt auch echt mit. Und wie gesagt, jetzt fehlt meiner Meinung nach nur noch so ein bisschen Fahrplan, so zumindest der Anfang für einen Fahrplan oder sowas, ne? Keine Ahnung, so ein einfacher Fahrplan halt. Und dann, ja, sind wir eigentlich auf einem verdammt guten Weg dahin, ja? Aber das, was auf jeden Fall Lotus hier auf die Beine gestellt hat, finde ich persönlich eine ziemlich coole Leistung. Wie gesagt, damit hätte ich jetzt dieses Jahr überhaupt nicht mehr gerechnet. Also
hätte vielleicht noch irgendwas sein können, vielleicht nochmal, dass der Bus vielleicht weiter gebaut wird oder dass da vielleicht, vielleicht nochmal was am GT6N passiert. Aber ich hätte jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass wir dieses Jahr noch die einsteigenden und aussteigenden Fahrgäste hier erleben dürfen. Deswegen gibt es mal einen dicken Daumen nach oben für. Ich weiß jetzt auch schon die ganzen Kommentare, die jetzt von euch kommen, so wow, nach 2 Jahren haben sie es geschafft. Ja, nach 2 Jahren haben sie es geschafft. Hat schon ein bisschen gedauert. Aber ich bin damit zufrieden, dass es jetzt halt da ist. Es ist halt eine schwierige Sache. Wie gesagt, man geht ja von vornherein schon ran, wenn es eine Early Access ist, dass das Ganze halt einfach nicht fertig ist. Bei dem einen geht es ein bisschen schneller, deutlich schneller, bei dem anderen dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Das ist ja nichts Neues halt. Ne? Das kennen wir auch aus anderen Zeiten. Ne? So. Der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer. So, ne? Ich gehe mal jetzt nicht drauf tiefer ein, sonst ist, ja, aber wie gesagt, ich finde das auf jeden Fall ein absolut klasse Future, dass das jetzt da drin ist und stimmt mich sehr, sehr positiv, muss ich gestehen, auf dass wir dann nächstes Jahr vielleicht dann wirklich dann schon mit den Fahrplänen rechnen können und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, dass wir dann zumindest schon mal im Singleplayer eventuell schon die ersten Umläufe und sowas hier schon mal abfahren können. Wenn es natürlich das Ganze jetzt noch im Multiplayer geht, wird es natürlich noch viel großartiger. Ja, also das ist dann natürlich, dann kommen wir langsam auf einen Level, der jetzt dann auch so ein bisschen OMSI übersteigt. Dann halt Multiplayer, ansteigende Fahrgäste, Umläufe und hast nicht gesehen. Dann, ja, wie gesagt, muss natürlich an dem Content selbst natürlich noch weiter gearbeitet werden. Ja, der GT6N ist noch nicht ansatzweise fertig, genauso wie der Bus. Ja, aber wie gesagt, das sind denn so Sachen, bin ich persönlich jetzt, das Ding rollt, ja, du musst ihn aufrüsten, das Ding rollt. Ja, das kann man jetzt so nach und nach dann halt einfach dann machen. Finde ich persönlich. Ihr könnt ja gerne mal eure Ideen, Meinungen dazu in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Und habt ihr das Ganze natürlich schon getestet, ne, dann nutzt dazu gerne unten die Kommentarfunktion. Schreibt es am besten unten mit rein und lasst mich doch mal wissen, was ihr davon so haltet. Habt ihr euch das genauso vorgestellt oder wart ihr, es ist jetzt vielleicht doch nicht so geil. Wie gesagt, schreibt es einfach mal unten rein. Nutzt da mal die Chance, die Kommentarfunktion. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann sehe ich natürlich wieder gerne ein Like da lassen. Freue ich mich natürlich drüber. Und jetzt, Dankeschön, Herrn Lotus nochmal, ne, dass du mich wieder aus dem Urlaub geholt hast. Ich werde eigentlich nichts aufnehmen. Und ich habe mit mir lange gekämpft, den ganzen 24. Nimmst es auf oder nicht? Lotus hat gesiegt. Lotus hat gesiegt. Dementsprechend, Dankeschön, Lotus. Dankeschön. So, ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.